Hi, liebe Leute. Der größte Fahrtechnikfehler, den ich in all den Jahren, und das ist seit 2008, gebe ich Mountainbike-Fahrtechnikkurse und mache auch seit 2009 Videos und lerne auch manchmal Leute kennen, die mir dann sagen, dass sie halt aufgrund der Videos üben und so. Meine Beobachtung Nummer 1, der größte Fehler, ihr müsst nicht lange raten, ich sage es dir jetzt mal dir, der jetzt gerade das Video guckt, ins Gesicht. Kann sein, dass es eine Ausnahme ist, stimmt nicht. Du übst zu wenig. Der Bunnyhop zum Beispiel, ja? Warum? Oder Manual Wheelie, das sind so Themen. So viele, die ich über die Jahre immer wieder getroffen habe, sagen, ja, ich habe mal einen Bunnyhop-Kurs gemacht, ja, ich weiß in der Theorie, ich probiere auch mal, aber irgendwie komme ich dann da nicht weiter und so. Und viele denken dann auch, vielleicht bin ich aber nicht gut genug, ich bin über 40, diese ganzen Faktoren, Alter, Geschlecht, Laufradgröße, ja, alles dann irgendwie so, warum es nicht klappen könnte, aber in der Regel, man übt zu wenig. Und ich weiß, wir sind die meisten, die jetzt hier gerade zugucken, sind keine Teenager, die nach der Schule einfach Zeit haben zu üben, sondern im Berufsleben sind, Familie haben. Deswegen mein Tipp, die 10-Minuten-Methode, lieber abends 10 Minuten üben. Das kennt ihr aus meinen alten Videos, auch die Tanja, die den Manual gelernt hat. Da muss man jeden Tag üben, natürlich mit Pausentagen und so und Tagesform, aber als so ein bisschen so als Dimension. Das heißt Blut, Schweiß und Tränen. Viel investieren und dann kann ich immer nur sagen, für wen der Wheelie nur so nice to have, ich würde es gern können und der will es gar nicht so wirklich oder ist nicht so wichtig für ihn oder für sie, da muss man es auch gar nicht machen, weil es braucht so viel Zeit, so viel Übung, ein bisschen wie Instrument lernen oder neue Sprache lernen, das funktioniert nicht von alleine. Häufig üben, das ist der größte Fehler. Ich gebe euch ein paar Inspirationen, wie man spielerisch übt. Also macht nicht den größten Fehler und guckt nur Videos, zieht es euch rein, wenn ihr es wirklich wollt. Jeden Tag üben und auch mal so ein Lernplateau kommt mal, es geht so, oh, klappt besser, auf einmal flacht es ab, man wird nicht besser, dann durchhalten, positiv denken, weiter seine Ziele verfolgen, natürlich zwischendurch immer einfach nur fahren gehen, ohne üben, auch wichtig, dass man den Spaß an der Sache hat. Liebe Leute, wenn ihr jetzt meint, okay, jetzt kommen hier wieder die Wheelie-Poser und so, Wheelie ist gar nicht wichtig für mich, würde ich sagen, klar, kann ich gut verstehen, passt, aber viele haben auch in den Basics so Defizite, dass sie das mehr üben müssten. Weil viele haben zum Beispiel das Thema, ich fahre keinen Wheelie Manual, aber ich fahre viele Spitzkern, technisches Terrain. Ich komme mit dem Hinterradversetzen nicht klar oder auf der einen Seite habe ich auch Probleme, die Spitzkehre zu fahren. Auch das ist ein Thema, wo man ganz klar sagen kann, die meisten fahren zu wenig Spitzkern, wenn sie das halt eh schon so ein bisschen können, also weil durch Vorerfahrung, aber fahren zu wenig in der Übungsfrequenz, um richtig souverän zu werden mit Ablenkungsreizen wie Abgrund an der Seite oder lose Geröll, wie es halt im Ahrtal oder in Alpen halt geben kann. Das heißt, da müsst ihr gucken, wo kann man das üben, sich mit Hütchen Spitzkehr machen. Ja, also habt ihr gemerkt, muss man üben, nehmt man sich einen Gullideckel. Also auch sehr trailrelevante Techniken, die jetzt nichts mit Manual oder so zu tun haben. Bunnyhop finde ich halt auch wichtig, Manual tendenziell auch. Aber das ist ein Thema, wo man sagt, muss nicht jeder so krass beherrschen, hat auch nicht jeder die Motivation, da so viel Zeit reinzustecken. Aber das, was du wirklich fährst, die Trails, selbst da kannst du viel üben. Und auch schon mit den Basics, mit Gleichgewicht, mit im Winter könnt ihr jetzt viele Treppen runterfahren, in der Treppe stehen bleiben. Und so kleine Spielereien, die euch viel besser machen. Ihr müsst nur machen. Und nicht nur über die Videos gucken. Ja, ich selber übe nicht mehr so viel, deswegen roste ich immer so ein bisschen ein, merke das dann selber, wie krass das ist, aber habe mir auch die Motivation gesteckt, immer wieder mal neue Sachen zu probieren, ohne das Risiko zu steigern, weil man will sich ja auch nicht verletzen. Dann, begeht nicht den Fehler und übt wenig, sondern übt viel, wenn ihr es wirklich wollt. Das war das Motivationsvideo und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann! Also die Treppen, da haben wir ein Video zu gemacht, da könnt ihr reinspringen, die könnt ihr zum Fahren nutzen, ihr könnt ganz langsam fahren, ganz schnell fahren, ihr könnt die zentrale Position dabei trainieren und Treppen findet ihr überall, vielleicht auf dem Schulhof in der Nähe. Man kann auch ein bisschen üben, deine Drop-Techniken, Treppen runterspringen oder auch ein Treppen-Gap springen, das macht Spaß, wenn man eins findet. Auf dem Vorderrad fahren, eine Treppe runterfahren ist natürlich schon eine Herausforderung, aber die Spielerei hört nie auf. Hindernisse findet ihr überall im Städtischen. Bänke, Stöcke, kleine Mauern, da könnt ihr eure Techniken dran trainieren, auf ein Hindernis drauf, entweder mit niedrigem Sattel oder mit hohem Sattel, normaler Drop oder Wheelie Drop, alles geht und ihr könnt euch ein Stöckchen hinlegen, so läuft es auch, nach und nach, Vorderrad, Hinterrad,
Anlaufen bis hin zum Bunnyhop. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch die Höhe langsam steigern. Und das könnt ihr vor der Haustür super üben. Bordsteinkanten helfen natürlich auch, die Drop-Techniken zu üben. Das hatten wir schon gesagt. Und das könnt ihr langsam steigern. Wenn ihr eine Straße habt, die leicht bergauf geht, könnt ihr den Wheelie üben. Und das Schöne ist, wenn ihr eh den Manual übt, bergab, könnt ihr die Geschwindigkeit nutzen, das Gefälle auf dem Hinterrad zu rollen mit dem Manual. Also das ist eine super Sache. Bergauf dann wieder im Wheelie. Und so könnt ihr wirklich vor der Haustür ideal trainieren. Jeden Tag am besten, viel Wiederholungsfrequenz. Kurven könnt ihr um die Gullideckel herum oder ihr steckt euch welche ab. Hier haben wir Pylonen genommen, auf asphaltfestem Boden oder auf Schotterboden, Schritt für Schritt die Technik. Auf dem Stadtrad könnt ihr mal versuchen, ganz enge Radien zu fahren. Im Alltag hilft das, einfach mal zu wenden und die Blickführung anzuwenden. Also wer jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, der kann natürlich ideal üben. Auch, man braucht jetzt kein Mountainbike. Ja, Balance geht da auch super, auch in einem normalen Rad. Einfach mal stehen bleiben, Schritt für Schritt, warten, bis die anderen vorbei sind, dann weiterfahren und auf einer schmalen Linie balancieren, auf einem Bordstein oder auf einem weißen Streifen. Das macht Spaß, immer langsamer werden, dann wird es immer schwieriger. Und ja, um einen Baumstamm zu fahren, ist natürlich dann schon eine Klasse drüber. Da hat man natürlich ein bisschen mehr Angst runterzufallen, Schritt für Schritt, kleine Baumstämme und dann auch größere. Man kann sich natürlich auch für das Gleichgewichtsgefühl irgendwo abstützen, eine Ampel oder einen Baum, und da kann man optimal üben. Der Trackstand ist natürlich ideal, wenn man ganz ruhig steht, am besten leicht bergauf, dann kann man ein bisschen anfangen hin und her zu pendeln, vor und zurück. Ja, und das macht natürlich auch eine Menge aus, damit man nachher das Balancegefühl auch im Trail anwenden kann. Ja, dieses Rückwärtsrollen macht natürlich riesig Spaß, da hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht und ist eine super Kontrollgeschichte. Und man kann halt ein Stoppie machen oder eine kleine Rampe nehmen und immer mehr dann auf rückwärts rollen. Ja, das macht eine Menge Spaß. Kann man kombinieren, zum Beispiel erst ein Manual, eine kleine Rampe hoch, dann wieder rückwärts fahren. Also Tauschspielereien findet man. Und hier die kleine Schranke, die ich genommen habe. Ja, ich hoffe, ihr seid inspiriert. Viel Spaß beim Üben. Es geht darum, wenn man jetzt schneller wird auf Trails, dass man, wenn man die Basics drin hat, das Tempo steigern kann. Man lässt das Bike unter sich arbeiten durch Wurzelfelder, Geschwindigkeit stabilisiert. Das ist ein wichtiges fortgeschrittenes Thema, steigert das Tempo. Auch langsam und technisches Fahren ist sehr wichtig, einfach weil man auf engen Trails im technischen Gelände viel Bike-Kontrolle braucht. Basics wie Gleichgewicht und so ist da sehr wichtig. Hinterrad versetzen, Vorderrad versetzen, das sind wichtige Themen. Schmale Pfade bieten oft da Herausforderungen in dem Bereich. Und die Challenges gehen bis halt zum Versetzen. Basics wie Blickführung und gutes Radgefühl sind natürlich da sehr, sehr wichtig. Und macht das Schritt für Schritt, steigert euch und übt auch mal schön weiter. Das langsam befahren, damit ihr da sicher euch fühlt und dann euch immer auch langsam bewegen könnt, zum Beispiel auch mal ganz langsam eine Treppe runterfahren. Das sind ein paar Tipps, die man da machen kann, damit man dann im langsamen technischen Gelände optimal unterwegs ist. Der Bunnyhop ist eine Sache, die braucht man immer. Ja? Ob man jetzt ein Hindernis hat, in der Übung kann man auch mal einen Baumstamm nehmen oder einen Ast oder vielleicht einfach nur eine Linie. Das ist einfach unglaublich wichtig, diesen Move zu üben. Erst das Vorderrad kommt hoch, das Hinterrad folgt dann, wenn man abspringt aus den Beinen. Ja, und auch das ist einfach unglaublich wichtig, sich da Schritt für Schritt ranzutasten. Erst das Vorderrad üben, dann das Hinterrad üben, dann zusammenfügen zur Wippe, dann alles zusammen zum Bunnyhop. Man kann in der Luft das Hinterrad noch hochziehen. Bleibt daran, übt den Bunnyhop im Trail, braucht ihn andauernd. Für Pre-Hops, für Hindernisse, gebt das nicht auf, macht weiter. Also man sollte mit dem Rad viel spielen, das ist klar. Wenn man nicht die Zeit hat, jeden anderen Biken zu gehen, aber 10 Minuten am Tag ein bisschen rumspielen mit dem Fahrrad, das bringt unglaublich viel. Treppen runterspringen, rückwärts fahren, Bordsteinkante nehmen als Hindernis oder als Drop. Oder man kann auch auf einer Bordsteinkante balancieren, das ist auch super. Auch auf dem weißen Verkehrsstreifen, auf kleinen Mäuerchen. Man kann Treppen nutzen zum Reinspringen, man kann sie absurfen, man kann alles Mögliche. Man kann natürlich auch um Gullideckel rumkurven, um die Kurventechnik einzutrainieren. Das macht eine Menge Laune. Und Treppen ja auch mit anderen Abständen mal nutzen, um schön zu lernen, wie man unter das Bike unter sich arbeiten lässt. Bänke, all sowas könnt ihr nutzen. Schräglagen in kleine Mauern für Wallrides.
Drops sind super wichtig, einfach im Gelände habt ihr Stufen, die ihr, wo das Hinterrad nicht abkippen darf, dann müsst ihr Droptechniken anwenden, in Bombenlöcher oder einfach auf Trails, manchmal Geländestufen, Kanten, da sollte man das üben, das Vorderrad leicht machen, mit Manual Impuls oder mit Floater Drop, erst wieder einen kleinen Bordsteinkanten üben, dann kann man kleine Kanten im Gelände nutzen, man kann auch dann natürlich in den Bikepark gehen, da mit Tempo die Übungsdrop springen, mit dem Floater oder einfach mal mit dem Manual Impuls, mit etwas weniger Tempo das Ganze machen, sich Schritt für Schritt steigern. Es gibt auch viele Drops, die man da hat zur Übung. Man kann auch anfangen, das Vorderrad einzuschlagen und ein bisschen zu steilen. Und Droppen macht einfach Spaß, es bleibt, es ist eine mentale Herausforderung. Technik ist einfach, es macht einfach unglaublich Spaß. Also drop it. Das Hinterrad versetzen ist einfach unglaublich wichtig, wenn es immer technischer, immer enger wird. Und dann eine saubere Technik zu lernen, ist einfach unglaublich, sag ich mal, existenziell. Mit schleifender Vorderbremse, mitten im Impuls aus dem Körper. Man muss es einfach üben, Schritt für Schritt und dann angepasst üben. Vielleicht erstmal die kleinen Nose-Wheelies, man muss sich auf dem Vorderrad wohlfühlen, die Vorderbremse ganz zu, dann schleifen lassen, das weiter üben. Und dann geht es in technische Gelände, man kann das anwenden. Vielleicht auch mehrfach versetzen, das ist super wichtig, dass man da auch Schritt für Schritt herangeht. Anlieger und Pumptracks, man hat im Wald manchmal so natürliche Anlieger, das macht eine Menge Laune. Man kann mit Schwung um die Kurve herum. Im Bikepark kann man das natürlich super üben. Das ist ideal, die Strecken dort. Was viele falsch machen, die lehnen sich voll mit dem Körper rein wie ein Rennradfahrer und das ist nicht optimal. Besser ist es, wenn man das Rad mehr geneigt hat, den Sattel am inneren Bein, je nachdem. Man kann die natürlich auch pumpen, die Kurven, wie im Pumptrack. Das ist natürlich eine gute Sache. Das heißt, man wird in der Kurve drückt man das Rad noch in den Boden rein, dann wird man schneller, wenn man aus der Kurve rauskommt und das ist natürlich eine super Sache. Im Pumptrack kann man das top üben, weil man hat viele Wellen und die Kurve fällt sich dann ähnlich wie eine Welle, dass man das Rad reindrückt, also aus den Beinen reindrückt, wie bei einer Welle, erstmal in den Wellen üben und dann kann man das Ganze auch in der Kurve machen, die Blickführung ganz ganz wichtig und die Linienwahl, diese Schräglage, da muss man sich dran gewöhnen, aber es macht eine Menge Spaß. Im Pumptrack ist es generell wichtig, dass man nicht nur mit den Beinen das Rad in diese Mulde reindrückt, sondern auch mit den Armen und man wird immer schneller, das ist super. Sprünge trainieren kann man schon im Wald, auf Trails hat man oft so kleine Anhäufungen, die den Sprung funktionieren, dann auch in eine Streckung gehen, beim Absprung schön die Landung abfedern. Man hat natürlich den Vorteil, wenn man jetzt einen Bikepark hat oder eine lokale Strecke, dass man schon Tables hat, an denen man üben kann, dieses richtige Abspringen, das ist eine super Sache, dann tastet sich daran. Viele wollen das Rad dann so hochreißen, das funktioniert nicht gut, dann kommt man nicht in die Höhe, kein gutes Timing. Dann werden die Tables auch langsam größer, man kann auch vielleicht ein bisschen stylen. Tables sind sehr sicher, da solltet ihr üben. Ihr könnt ja auch eine kleine Rampe bauen, wir haben hier die MTB-Hopper-Rampe. Man kann sich sowas selber bauen und dann erst einen Parkplatz üben. Dann kann man sich die vor Schrägen stellen, da haben wir ein Video jetzt auch zu gemacht. Das macht super viel Laune. Und natürlich Step-Ups, irgendwo draufspringen, da muss man schon Routine haben. Da kann man sich auch im Bikepark rantasten oder am lokalen Spot. Und wer natürlich viel Erfahrung hat, kann auch mal versuchen, eine ganze Welle abzuspringen im Pumptrack oder in der BMX-Strecke. Das ist sehr fortgeschritten.